Kolleginnen und Kollegen aus den Räten, liebe Gäste, es freut uns außerordentlich, sind Sie so zahlreich heute bei uns erschienen. Wenn es zu wenig Stühle und sogar zu wenig Tische gibt, ist das ein hervorragendes Zeichen, dass der Anlass offenbar interessant ist. Und wir freuen uns auf dieses Thema. Wir haben dieses Dinner extra gewählt eben zu diesem doch umstrittenen Thema Urheberrecht 2.0, wenn man das so zusammenfassen darf, den ganzen Abend. Wir haben vier sehr spannende Referate vor uns, wo wir natürlich dann auch noch Diskussionsbeiträge von Ihrer Seite, also vom Publikum, auch aufnehmen wollen. Scheuen Sie sich dann auch nicht, Fragen zu stellen. Unser Sekretär, Herr Dr. Matthias Stürmer, wird durch den Abend führen und dann auch fachkundig alle Beiträge verwerten. Und zum Schluss wird dann auch noch meine Co-Präsidentin, sozusagen Edith Graf Litsche, Nationalrätin, die Zusammenfassung und einige Schlussworte an Sie richten. Wir haben ja einen ganzen Strauß an Themen, also sicher ist die AGUR-12-Gruppe wichtig. Wir haben neue Technologien im Internet, wo das Urheberrecht eine andere Ausprägung erfahren wird und erfahren hat bereits. Wir haben neue Geschäftsmodelle. Derzeit habe ich gelernt, in den verschiedensten Diskussionen haben wir rund 20 legale Angebote, wo man eben mit digitalen Daten urheberrechtlich geschützte Werke verbreiten, vermarkten kann. Das ist da ein weiterer Standpunkt, möglichst auch viele neue Vermarktungsmodelle zu schaffen. Die Frage wird dann eben sein, Bezahlkultur, Gratiskultur, das ist auch in den Medien immer herumgegeistert. Auch ein Wort, das immer wieder hervorkommt und aufpoppt, ist die sogenannte Flatrate. Eines ist aber ganz sicher, dass wir heute Abend eine Flatrate haben, und zwar für die Referenten. Jeder Referent hat 5 Minuten Zeit, also eine Flatrate der Redezeit. Und ich bitte Sie, diese auch ebenso zu respektieren, damit wir genügend Möglichkeiten haben, eine Diskussion zu führen. Ich danke Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen, wünsche Ihnen schon jetzt einen guten Appetit, sei das inhaltlich oder auf dem Teller. Und ich möchte Matthias Stürmer das Wort übergeben, der wird Sie durch den Abend führen. Besten Dank. Vielen Dank, Christian, für die Einführung. Ich möchte Sie auch noch herzlich begrüßen seitens der Parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Es ist eine Gruppe, die gewachsen ist über die letzten 4 Jahre. Wir haben sie vor 4 Jahren gegründet und unterdessen sind es doch schon eine ansehnliche Anzahl nationaler Ständeräte, die da Mitglied sind. Heute Abend, Christian Wasserfall hat es erklärt, haben wir das Thema Urheberrecht. Das ist das Programm. Wir werden beginnen mit 2 Kurzreferaten von Emanuel Meyer und Hans Leubli zum Thema diese AGUR 12 und eben wie heute die Verwertungsgesellschaften funktionieren, und werden danach eine kurze Vorspeise haben oder laufend, das wird wahrscheinlich ein bisschen so einen fließenden Übergang geben. Sie müssen sich in dem Sinn also zuhören und essen, inhaltlich und per Gaumen, kulinarisch nehmen Sie Nahrung auf sich. Danach kommt Felix Schalder und Andreas von Gunten und werden die neuen Trends und Entwicklungen da das Thema einführen. Sie haben pro Referat haben wir auch noch ganz kurz Zeit, ein paar Fragen zu stellen, einfach auf das Referat bezogen. Die eigentliche Diskussion kommt dann nach dem Hauptgang, als zweiter Hauptgang sozusagen, die heiße Diskussion, eben wie geht es weiter, was sind mögliche Lösungsansätze, und dann eben zum Dessert noch Edith Graf-Litsche mit der Verabschiedung. Das wäre heutige Abend. Ich wünsche Ihnen eine angeregte ein angeregtes Zuhören und dann vor allem eine Diskussion auch. Beim Essen ist es so, wer vegetarisch gewählt hat, kann das dann dem Personal mitteilen und dann gibt es das vegetarische Menü. Von dem her, wenn noch Fragen sind, sonst würde ich sagen, legen wir los. Darf ich Emanuel Meyer bitten? Vielen Dank.